Willkommen zurück zu Far Cry 4. Wir sind hier in einem Außenposten und zwar ganz in der Nähe von einer Mission für den Goldenen Pfad. Und ich habe mir gedacht, das ist der passende Einstiegspunkt, denn hier oben gibt es einen Gyrokopter. Und dann werden wir direkt zu der Mission mal hinfliegen und schauen, um was es da geht. Ich bin eigentlich ganz gerne mit Gyrokopter unterwegs. Das ist wesentlich angenehmer, wie hier die Wege entlang zu fahren. Ich finde es eigentlich eine ziemlich coole Sache, hier mit dem Gyrokopter so ein bisschen durch die Gegend zu jagen. Mit dem Granatwerfer zusammen können wir auch von oben wunderbar die Gegner behaken. Und zwar müsste die Mission eigentlich, wenn ich nicht vollkommen falsch liege, bei der ehemaligen Drogenherstellungsfabrik oder wie auch immer man das nennen will, sein. Da gab es auch Felder, die wir mal verbrannt haben und einiges mehr. Ich bin mal gespannt. Da scheinen auch keine Gegner mehr zu sein. Dann landen wir mal hier gemütlich. Das ging ja richtig flugs hier. Und schauen wir mal nach. Amita. Alles okay? Glaubst du, das wäre einfach? Die erste Frau beim Goldenen Pfad zu sein? Die für Veränderung einsteht, während hinter deinem Rücken sich alle das Maul zerreißen, dass du ihr Erbe zerstörst? Ich bin genauso ein Krieger, eine Kurati wie die, aber die sehen nur eine Frau. Du bist ein kluger Mann, sag mir. Bin ich die Richtige für das hier? Sabal, er hat so viele Anhänger und ich frag mich, sind die blind? Oder habe ich etwas übersehen? Unentschlossenheit ist was für Schwache. Okay. Erinnerst du dich an die Teeplantage? Der Mohn wurde zur Verarbeitung in eine alte Ziegelfabrik gebracht. Sabal will sie zerstören. Er ist so verdammt überzeugt von sich. Und du willst sie übernehmen? Ganz genau. Damit können wir für die Zukunft planen, während er in der Vergangenheit lebt. Ich sage ja, er sagt nein. Aber ich hoffe, du wirst die richtige Entscheidung treffen. Ja, die richtige Entscheidung. Also eins ist mal sicher. Die ist nicht die erste Frau. Die ist einfach nur eine Drogendealerin. Und eine Drogenbaroness. Und naja, was Sabal vorhat, ist auch nicht so Geskelle vom Ei, quasi ein Land nach strengen alten Sitten, wo Sechsjährige verheiratet werden. Ich meine, klar, ich bin für Erhaltung von Kultur, keine Frage. Und man muss auch nicht alles nachvollziehen können, was in fremden Kulturen so ist. Aber Sechsjährige verheiraten, das finde ich nun auch nicht so prall. Aber Drogen bringen viel Schlimmes. Und deswegen werde ich hier erstmal Sabal folgen. Und vielleicht können wir ja am Ende unser eigenes Süppchen kochen. Sabal. Amita hat mir von der Ziegelfabrik erzählt. Und ich wette, sie hat sich bei dir ausgeheult. Hat sie dir die traurige Geschichte erzählt, dass sie die erste Frau beim Goldenen Pfad sei? Hat sie bei mir auch versucht. Aber du fällst nicht darauf rein, oder, Bruder? Dieses Heroin ist pures Gift. So einfach ist das. Erledige nur als Männer und zerstöre die Fabrik. Ende vom Lied. Und genau das werden wir machen. Wir zerstören die Ziegelfabrik und werden ganz sicherlich nicht. Wo ist es? Nicht die
nicht die Drogen dem Vorzug geben. So, jetzt hat. Was haben wir hier? Hier, benutzt die Rucksackladungen im Labor. Benutzt die Rucksackladungen im Labor. Alles klar, aber ich möchte nicht mit... wo ist denn unser Gyrokopter? Ah, der ist weg. Ich möchte nicht mit dem Drachen hinfliegen. Dann würde ich lieber zurück und... Wartet mal, wo waren die Ziegelfabrik? Hier oben. Dann würde ich lieber zurück und würde mir den Gyrokopter schnappen. Wenn das geht. Na, schauen wir mal. Wenn die Mission gleich fehlgeschlagen ist, wissen wir Bescheid. Nee, offenbar geht's. Ja, manchmal verstehe ich das. Manchmal sind die Gyrokopter da, wenn man irgendwie... Es kann sein, durch die Story, die wir eben mitbekommen haben, durch die Sequenz. Ah, Adler. So, Ruhe ist. Und jetzt werden wir mal hier hinfliegen und schauen, was wir da machen müssen. Wir haben auf jeden Fall einen Rucksack bekommen mit Sprengstoff. Werden wir sicherlich irgendwo recht sneaky anbringen müssen, oder? Oder wir müssen sie alle niedermetzeln, aber im Allgemeinen läuft es ja hier oftmals sehr sneaky ab. Ich frage mich eigentlich, was mit Longinus ist. Den haben wir jetzt auch schon lange nicht mehr gesehen, den verrückten Warlord war der ja mal. Ah, ich will vielleicht nicht ganz bis hinfliegen, weil ich keine Ahnung habe, was da... Oder wartet mal. Na, landen wir mal hier, komm. So. Gut. Und jetzt... Was haben wir hier? Okay. Hey, Sabal sagte, dass du kommst. Wir haben hier jeden Sprengstoff, den man sich nur wünschen kann. Nimm dir, was du brauchst, und dann geh zum Havildar auf dem Hügel. Nimm dir, was du brauchst? Na. Ich bin eigentlich gut bestückt mit Sprengstoff und dergleichen. Da brauche ich im Moment nichts. Aber nach der Mission können wir hier vielleicht nochmal zurück und können unsere Vorräte wieder aufstocken. So, dann sollen wir hier auf den Hügel. Machen wir das doch. Gut. Bist du der Havildar? Havildar. Kommandant, wie du willst. Ist mir eine Ehre, Sohn von Mohan. Siehst du den Schornstein? Zerstör die Stützkabel und lass ihn einstürzen. Das sollte ein schönes Loch geben, durch das du in die Anlage kannst. Zerstören? Die Frage ist wie, oder? Ich würde den Sprengstoff für den Schornstein und die Einrichtung aufheben und die Kabelwände mit Hilfe der Elefanten rausreißen. Viel Spaß. Hm. Kabel zerstören. Meinen die Kabel? Da ist erstmal ein Alarm. Den würde ich ganz gern ausschalten. Ich sehe noch einen Alarm. Wartet mal. Wir gucken mal auf die Map. Manchmal bekommt er ein bisschen Informationen über die... Über die Anlage. Nee, in dem Fall nicht. Ich würde sagen, Zeit für eine kleine Jagdspritze. Wir packen mal die Sniper aus, damit können wir ein bisschen... Jawohl, das ist gut.
damit ist das Ding am Arsch. Und da wird auch angezeigt, dass wir noch zwei von den Alarmgebern haben. Sei gegrüßt, AJ. Dann werden wir als erstes mal schön diese Alarmgeber... Oh, der Alarm ist defekt. Okay. Ich hoffe, die reparieren die, ne? Da haben wir den nächsten. Noch einer. Noch einer. Wo ist der? Da drüben. Müssen wir ein bisschen außen rum. Ich wechsle mal lieber auf eine Waffe mit mehr... mit mehr Feuerrate. Oh oh. So, dann spurten wir hier mal rüber. Na komm, renn doch. Genau. Sehr schön. Sehr schön. Da vorne. Da vorne haben wir den nächsten Alarm. Alle deaktiviert. Das ist schon mal eine schicke Sache. Ah, das hätten wir sogar gemusst. Guck mal da. Was los, mein Freund? Wir werden mal versuchen, hier an eine der Winden ranzukommen. Ja, der Alarm geht nicht, mein Freund. Warum geht der nur nicht, ne? Ah, okay, okay. Der ist down. Was los? Der liegt da wunderbar. Ich muss hier unbedingt weg. Unbedingt, weil die mich sonst irgendwann sehen. Okay. C4. C4. Hierhin. Dahin. Und dann machen wir uns mal aus dem Staub. Okay, da fahren die Jungs wieder. Zwei Pakete haben wir noch. Und ich glaub, den letzten, den würde ich ganz gern dann mit meinem kleinen Raketenwerfer ausschalten. Raketenwerfer, kleinen Granatwerfer ausschalten. Ey, was ist los? Boah, Alter. So ein Käse. Da kommt erstmal wieder die Patrouille.
Wunderbar. Ich würde aber sagen, wie es hier weitergeht, ob wir das schön sneaky hier alles ausschalten können, so wie es sein soll, das seht ihr dann beim nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir ein Däumchen, schreibt mir in die Kommentare, abonniert meinen Channel und seid beim nächsten Mal dabei, wenn wir hier die Ziegelfabrik ordentlich in die Luft jagen. Bis dahin eine gute Zeit, euer Latan.